Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar reden wir heute über, ja, doch ein paar Neuigkeiten, die es insgesamt die letzten Tage aufgekommen sind und ich jetzt aufgrund von privater Zeit nicht dazu gekommen bin, euch darüber zu informieren. Deswegen hole ich das mit diesem Video nach. Wir fangen mit dem ersten Thema an. Und zwar wurden die Fraktionskriege erneut genervt. Das heißt, die wurden einfacher. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Einerseits finde ich es gut, weil natürlich dadurch die Möglichkeit für viele gegeben ist, die Fraktionskriege zu schaffen und Lydia zu bekommen. Warum ist dieser Schritt richtig? Ganz einfach, in sämtlichen Spielen ist es so, dass immer, um die Spieler, die jetzt gerade frisch anfangen oder noch im Early Game sind, das Ziel zu ermöglichen, leichter ins Endgame zu kommen, vereinfacht man den normalen Content, der vorher Standard war oder vorher schwer war. Wie haben sie ihn genervt? Ganz einfach. Es wurden einfach die Level gekürzt. Diese Champions, die ihr seht, die 227 Level haben hier, hatten vorher 250. Wenn man die ganze gesamte Übersicht anguckt, ist es so, dass ihr im Schnitt, also wenn ihr vorher Level 16 geschafft habt, schafft ihr jetzt Level 19 immer drei Stages weiter. Ich denke, damit ist es vielen möglich, jetzt noch einfacher die Fraktionskriege zu machen, denn inzwischen kann man echt mit drei Wares, vier Wares, einen, wie auch immer, die Fraktionskriege schaffen. So, ich habe jetzt das erste Mal jetzt hier Level 19 mit irgendwelchen Random Champs und ihr seht schon, 347 ist ein neuer Rekord. Es ist einfach viel einfacher geworden. Das zu dem Thema Fraktionskriege, damit ihr wisst, dass das vereinfacht wurde. Dann haben wir dieses Event, ein 10-fach-Event aktiv, vorab zum 10-fach-Event. 10-fach-Chance heißt, die Chancen eigentlichen Seltenheit zu gewinnen bleibt gleich. Also ihr habt immer noch die Chance, einen legendären Champion zu bekommen aus blauen Splittern von 0,5%. Wenn ihr ihn bekommt, einen legendären, also wenn es triggert, ey, ihr bekommt einen legendären Champ, dann habt ihr eine 10-fache Chance, aus dem gesamten Pool eine dieser drei Champs zu bekommen. Wie funktioniert das? Beispiel, wir haben jetzt 90 Leggies, verschiedene in dem Spiel, hypothetisch, und ihr habt jetzt alle Möglichkeit, alle zu bekommen, dann würden einfach 9 Bad Elves mit dazu geschmissen, dass wir 99 Leggies hätten, dann nochmal 9 Smashhorn, Hackhorn und 9 Shirimanis rein. So funktioniert das, dass ihr insgesamt dann 10 von jedem Leggy im Pool habt. Lohnt sich so ein Event? So ein Event lohnt sich nur für Leute, die im Endgame sind und schon sehr viele Champs haben und gezielt auf Champions abzielen. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ich versuche jetzt den Kriegsherr zu bekommen, ansonsten werde ich das Event ignorieren. Für Leute, die im Early Midgame sind, würde ich euch empfehlen, ignoriert bitte das Event und macht das erst, wenn ihr ein Double Event habt. Sprich, die Chance wirklich verdoppelt, Champions zu bekommen. Das heißt 16% auf Epische und 1% auf Legendäre. Das lohnt sich dann für euch mehr. Die Champions selber natürlich sind sehr gut. Also alle Leggies sind super, wovon einer natürlich ein Top 10 Leggy ist, das ist Bad L. Bad L ist eine echte Waffe. Überall spielbar, geiler Champ. Dann haben wir Hakon in der Arena mit Immunity Set. Top Best Cleanser. Also Debuff Remover, den es gibt, funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben Shirimani, ist auch in meinen Augen ein sehr guter Champ, wobei durch die Dark Alhaine sie ein bisschen gecountert wird. Trotzdem ist sie ein sehr guter Champ. Und wir haben den Kriegsherr. Der mir noch fehlt, ein absolutes Monster in der Arena, super Carrier, ja, den werde ich auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Und wir haben bei den Epischen sind die drei hier aus den Antiken und Heiligen sind okay, da, außer Magier der Gruft, der ist sehr, sehr gut. Wer mein vorletztes Video gesehen hat, die Glatzen-Kombo, was ich euch immer empfehlen würde, schaut euch das mal an, das ist wirklich ein geiles Video, wird schnell merken, wie gut sein Kit ist. Funktioniert in der Arena, in den Fraktionskriegen, in den Dungeon, am Klamos, überall, er ist einfach eine geile Waffe. Vresk ist okay und wir haben Kapitän Tamila, die mir in den Fraktionskriegen hilft mit Shield Set, kann sie gespielt werden zum Beispiel. Sie hat Defense Increase mit Heal, Verbündetenschutz, ein rundum okay Kit. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes, sie ist okay. Und die Epischen aus dem Voids, da haben wir einen, das ist Kardinal. In gewissen Szenarien kann sie funktionieren, ich würde aber auf sie nicht abzielen, ganz, ganz einfach, Punkt. Okay, das zu dem 10-fach-Event. Wie gesagt, wer es sehen möchte heute Abend im Stream, werde ich sie öffnen. Seid dabei und öffnet mit und fiebert vor allen Dingen mit. Ich freue mich auf euch. Ja, Splitter-Time. So, okay. Machen wir weiter. Dann haben wir ab morgen ein Event, das ist schon Drachenwettbewerb. Und zwar mit besonderen Regeln. Das heißt, wir brauchen Champions aus dem Pakt von Gaelen oder Gellen, ja, wie man es auch immer ausspricht. Da fragen sich dann viele Gaelen, was ist denn das? Und zwar ist es so, ihr seht schon, hier oben die vier, das sind Teleria. Dann haben wir die Pakt von Gaelen, das sind die zwei. Dann haben wir die Verdorbenen, das ist hier unten die vier. Und wir haben die Union von Niresan oder Nairesan, je nachdem, wobei nur Zwerge dort verfügbar sind. Das heißt, die vier Fraktionen, Orientstämme, Salamandermenschen, Skinwalker und Orks, aus diesen Champion könnt ihr euch bedienen und wahllos ein Team aufbauen. Wer bei den Skinwalkern hier oben gut bedient ist, der hat sowieso easy.
Das heißt, Draco funktioniert, Fushan funktioniert, Rasin funktioniert, Lord Vagal im Shieldset funktioniert, Krisk im Shieldset funktioniert. Alle LP-Helden im Shieldset helfen euch dort logischerweise sehr gut. Wir haben Jarek, der funktioniert gut, Jaring funktioniert sehr gut. Basilisk, ich kann mal prüfen, ob der Basilisk funktioniert auch sehr gut. Wir haben Haruspex, Sergifter, genau, der funktioniert dort sehr gut. Wir haben Saurus, der dort im Stunset funktionieren kann, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, weil Schwäche-Affinity. Bei den Skinwalkern, also Norok funktioniert sehr gut. Wir haben Langbart funktioniert, Hakorn funktioniert. Wir haben Häuptling, der funktioniert. Wir haben Brakus, der funktioniert. Wir haben Corona, der funktioniert. Wir haben Taurus, der funktioniert. Wir haben Rennviech, der funktioniert. Wir haben, ja, auch der Schläger, den kann man dort spielen, zumindest bis um die Waves zu kommen. Ihr wollt auf jeden Fall einen Gifter mitnehmen, das ist das, sonst dauert es nämlich ewig. Und bei den Orks haben wir natürlich ganz klar Krela. Krela ist eine super Waffe dort für die Waves, für die Dungeon. Wir haben Sia mit als starken Damage-Dealer. Wenn ihr Buffs habt, ist sie eine Waffe. Wir haben Sagella mit als Defense-Decreaser. Wir können Ulti-Garlic nehmen als LP-Born-Champ. Also jetzt schon, Champion gibt es einige, natürlich muss man auch die Champions haben, aber es ist besser als eine Fraktion für sich gesehen. Und dann wurde ich gefragt, Farbschopf, welche Champions nimmst du? Ich werde die beiden hier oben nehmen. Fushan, bester Lead für mich in dem Fall. Und Dracomorph zum Debuffen und Gifter. Und ich werde zum Schutz Krisk mitnehmen, wobei da jeder LP halt funktioniert. Es könnte auch Jarek sein. Es wäre egal, Hauptsache viel LP als Shield, damit die Gegner einen nicht zusammen gleich am Anfang totbürsten. Genauso wie Lord Vagal würde dort auch funktionieren als Shield-Set-Träger. Es funktioniert auch mit den drei Legis hier oben. Rasin, Fushan und Draco zusammen geht genauso. Das heißt, mit diesem Team werde ich laufen. Wer die Champions nicht hat, sollte natürlich gucken. Jetzt könnt ihr einfach üben. Macht dieses Event aber nur nebenbei. Bitte keine Energie-Refreshes kaufen oder Gems verballern. Hebt euch das auf für die Events zu Weihnachten, für das Fusions-Event. Warum laufe ich nur mit drei Champs? Ganz einfach, ich kann dann nebenbei Champions leveln und bereite mich damit auch vor für Weihnachten, für die Fusion. Denn die Champions nutze ich dann, um Champion-Upgrade, also Champion Verbesserungsereignisse zu spielen bzw. leichter abzuschließen. Okay, dann haben wir noch ein paar News bekommen zum Doom Tower. Ja, zum Doom Tower. Und zwar ist es so, dass der Doom Tower ja nun definitiv im finalen Plan liegt. Das heißt, sie sind im Zeitplan, was gut ist. Und dann kam jetzt die erste Veröffentlichung. Und zwar gibt es dort 24 verschiedene geheime Räume im Turm der Verderbnis oder Schicksalsturm oder Doom Tower, was man auch immer nehmen möchte. Und zwar 12 auf Normal und 12 auf Hard. Und jeder mit anderen Regeln. Also Normal und Hard haben andere Regeln. Heute dreht es um die einfachen, also sprich um die Normal, um den Normal Mode. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Flat kommt gleich weg. Dann lassen wir nebenbei ein bisschen Fraktionskriege laufen. So. Ja. Wie funktioniert das mit den geheimen Räumen? Die geheimen Räume, ganz wichtig, sind völlig freiwillig. Ihr müsst sie nicht abschließen, um voranzukommen. Also ihr könnt den Schicksalsturm, Doom Tower, Turm der Verderbnis, wie auch immer, also den Turm, könnt ihr erklimmen, ohne die geheimen Räume abzuschließen. Und sie werden einer nach dem anderen aufgeschlossen oder freigeschaltet, während ihr den Turm erklimmt. Also sag mal, ihr habt ja 12 Räume, das heißt 12 Etagen, hypothetisch. Und wenn ihr 5 Etagen gemacht habt, könnt ihr 5 Räume könnt ihr abschließen. Ihr müsst sie nicht machen, ihr könnt sie auch durcheinander machen. Das heißt, ihr könnt erst den 5. abschließen, falls ihr den 4. nicht schafft, könnt ihr einen überspringen. Das ist schon mal super. Dann ist es so, sobald ihr die freigeschaltet habt, könnt ihr jederzeit während einer großen Rotation, die Rotation wird wahrscheinlich 4 Wochen sein, ist nach 4 Wochen wird das Ding resettet und dann müsst ihr alle neu erklimmen. Logischerweise müsst ihr alle neu freischalten. In dem Zyklus, wo sie freigeschaltet sind, könnt ihr das so oft probieren, diesen Raum zu schaffen, wie ihr wollt. Um ihn zu schaffen, benötigt ihr silberne Schlüssel. Die silbernen Schlüssel werden nur verbraucht, wenn ihr den Raum schafft. Schafft ihr den Raum nicht, geht der Schlüssel nicht verloren. Das heißt, ihr könnt so oft probieren, wie ihr wollt. Das ist dann so ähnlich wie in den Fraktionskriegen. Dort ist nämlich genauso. Die Schlüssel werden nur verbraucht, wenn ihr den Dungeon schafft. Und dann ist es so, ihr bekommt dann beim ersten Schaffen eine Belohnung. Und danach könnt ihr den Raum so oft spielen und farmen, wie ihr wollt. Farmen ist immer der falsche Ausdruck. Üben so oft, wie ihr wollt. Denn er kostet dann keine Schlüssel mehr, aber ihr bekommt auch keine Belohnung. Das heißt, ihr macht den einmal in einem Zyklus, also einmal im Monat, bekommt die Belohnung und könnt dann so oft wie möglich üben. Das Üben finde ich an sich nicht schlecht, weil man kann dann sein Team für den nächsten Durchlauf eventuell verbessern. Wobei nicht feststeht,
dass im zweiten Zyklus die Rotation, sprich die Anforderungen an den jeweiligen Raum, die gleichen sind. Ich glaube, da kann man schon ganz schön tricky, weil man meint, in einem Raum, ja, das war ja einfach Magie-Champions und nächstes Mal muss man gegen die gleichen Champions mit Angriff-Champions spielen, dann kann das schon tricky werden. Wir werden sehen. Also, wenn man, also, kommen wir noch, bevor wir jetzt noch weiter an die Anforderungen gehen, es gibt dann in diesen Räumen eine gute Belohnung. Eine gute, warum? Deswegen, weil man nicht weiß, wie sie sich auswirkt, die Belohnung. Also ihr bekommt silberne Schlüssel, die benötigt ihr, um die Mini-Bosse zu farmen oder die finalen Boss-Etagen. Also immer die finalen Bossen könnt ihr nur mit silbernen Schlüssel farmen, die bekommt ihr dann aus diesen Räumen. Das heißt, ihr verbraucht einen und bekommt vielleicht mehr wieder, wir wissen es nicht. Wir werden sehen, inwieweit sich das auswirkt. Und wir bekommen exklusive Champion-Fragmente. Das heißt, es gibt dort Champion-Fragmente für Champions, die ihr nur dort bekommen werdet. Wie die Champions aussehen und wie stark sie sind, deswegen sage ich, ich weiß ja nicht, wie gut die Belohnung ist. Wenn die Champions so wären wie Lydia, würde ich es gut finden. Also es müssen Champions sein, die nicht krass OP sind. Sie sollten aber auch nicht schlecht sein. Es sollten gute, legendäre Champs sein. Wir werden sehen, was für welche sind. Auf jeden Fall ist super, dass es dort Unique Champs gibt, die es nur dort gibt. Die könnt ihr nicht durch Splitter bekommen. Nur durch Belohnung in diesen jeweiligen Bereichen, sprich den Geheimräumen. Die Regeln für die Geheimräume, für die, ich sag extra jetzt für den Normal Mode, sind folgende. Von 1 bis 12 nacheinander. Im ersten braucht ihr seltene Champs, also den Dungeon könnt ihr nur schaffen, nur mit seltenen Champs. Den zweiten mit Bannerlords. Das ist der Bannerlords-Fraktion, da könnt ihr wahrscheinlich das Fraktionscreme-Team benutzen, mal gucken, ob das reicht. Dann der dritte nur Angriff-Champions, im vierten nur Magie-Champions, von der Affinity-Magie, also blau. Im fünften nur epische Champions, im sechsten nur Champions aus der Seelen-Affinity, also Spirit, also grün. Dann haben wir die Skinwalker-Fraktion im siebten Floor, da wäre mal spannend, da ist schon tricky. Dann haben wir die achte, das sind LP-basierende Champions, im neunten nur aus der Zwergen-Fraktion, im zehnten Kraft-Champions, also aus der Affinity Rot, im elften Sacred Order-Fraktion und im zwölften Void- oder Leeren-Champions. Bin ich mal gespannt, warum die 12. ausgerechnet mit Leeren Champions sind. Das ist wahrscheinlich auch die schwerste. Dann ganz wichtig, ihr könnt, also ihr braucht überall die gleichen, es wird alles benötigt. Wir haben ja, also es gibt dann am Ende, was ich ein bisschen vorab gegriffen, es gibt silberne und goldene Schlüssel. Ganz wichtig. Die silberne Schlüssel benötigt ihr eben für die, Entschuldigung, für diese Stage und die goldenen für die größeren Sachen. Und ihr braucht die gleichen Keys für Normal und für Hard. Was einerseits gut, andererseits schlecht ist. Das heißt, wenn du einen Kampf auf Hard gewinnst, kannst du direkt zu Normal switchen und den Kampf dort auch nochmal machen. Die beiden Tower sind komplett getrennt. Es sind zwei Tower für sich gesehen. Das heißt, jeder ist, ihr könnt in einem 10 Level spielen, in anderen 5. Das heißt, wenn Leute nicht weiterkommen, können sie auf jeden Fall in den anderen Mode switchen und dort weitermachen. Ich hoffe, dass sie hoffen, dass das damit besser funktioniert, als wenn man erst Normal abschließen müsste, um Hard zu machen. Ich finde es so, wenn jetzt ein Anfängerspieler bis beim Normal vielleicht bis Level 20, 30 kommt und Hard kann am wenigsten noch 5 Level spielen, finde ich das nicht schlecht. Finde ich gut so. So, jetzt nochmal genau mit den Keys. Also, wir brauchen die silbernen Schlüssel für den ersten Abschluss der Geheimräume und zum wiederholten Abschließen der Boss-Stages, also der Boss. Wahrscheinlich gibt es für jede Etage einen speziellen Boss, wie es schon angekündigt wurde. Und für diese Boss und diese Abschließung brauchen wir die silbernen Keys. Dann gibt es goldene Schlüssel. Die brauchen wir für den Abschluss der Common Stages. Also da wird dann einfach ein gewisser Bereich, könnt ihr nur abschließen mit goldenen Schlüsseln. Und für den ersten Abschluss der Boss Stage. Also sprich, wenn wir an einer Boss Stage ankommen, brauchen wir, um den das erste Mal abzuschließen, den goldenen Schlüssel. Wie gesagt, wenn ihr es nicht schafft, er geht nicht verloren. Ihr könnt so oft probieren, wie ihr wollt. Für das wiederholte Abschließen, also zum Farmen, brauchen wir dann die silbernen Schlüssel, die wir dann aus den Räumen zum Beispiel bekommen. Ich hoffe, dass das damit soweit klar ist. Aktuell heißt es, dass wir Energie benötigen. Also wir brauchen tatsächlich Energie, normale Energie, um die normalen Stages zu machen. So habe ich das jetzt verstanden. Es wurde noch nicht gesagt, dass es eine neue Energie gibt. Vielleicht ändern sie das noch. Und ich glaube, wir sind auf 10 Level beschränkt. Ich glaube, wir können nur 10 Stages machen. Also wir brauchen dann, wenn ihr könnt, ihr kriegt normalen Refresh, die normalen Arena-Marken, die Tag-Team-Arena-Marken habt ihr 10 Schlüssel pro Tag, die sich automatisch refreshen. Das heißt, ihr könnt dann 10 Stages pro Tag machen.
und danach müsst ihr auf den nächsten Tag warten. Die Schlüssel sind nicht kaufbar, soweit ich das weiß, durch Gems. Das heißt, ihr müsst dann halt 20 Tage spielen oder 25 Tage spielen, oder wie auch immer, um die alle Stages zu machen. Und die Schlüssel refreshen sich jeden Tag. Ihr könnt sie nicht stacken. Habt ihr den einen Tag 5 Schlüssel verbraucht, habt ihr nächsten Tag deswegen nicht 15, sondern auch wieder nur 10. Das sind die bekannten Änderungen oder News, die die für diesen Content-Bereich aktuell verfügbar sind. Und gilt auch nur für den Normal-Mode, die Regeln. Wenn es neue Regeln geben wird, also sprich für den Hard-Mode, so wie wir die erfahren, werde ich es euch natürlich mitteilen. So, dann würde ich sagen, das war's für das Video bis hierher. Ich hoffe, dass euch das alles auf den neuesten Stand gebracht hat. Wenn nicht, erfahren wir den Rest heute im Stream. Falls ich noch was vergessen habe, seid dabei. Denkt dran, ich versuche heute ein paar Spiele zu öffnen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder heute Abend im Stream. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Farbstoff. Schönes Wochenende. Ciao.